Vorlage. Zur Bestätigung bei Mielke, Generaloberst. Der Gegner ist bestrebt, seine Angriffe auf die Staatsgrenze in beiden Richtungen unter Ausnutzung von Tunneln bzw. untertägigen Anlagen fortzusetzen. Beschreibung des gegnerischen Vorfelds. Im Westberliner Vorfeld befinden sich entlang der Bernauer Straße durchgehend Wohnhäuser, die bisher zum überwiegenden Teil aus Altbauten bestanden und günstige Voraussetzungen für Tunnelbauten boten. Das nordöstliche Ende des Abschnittes Bernauer Straße wird durch das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes Eberswalder Straße begrenzt. Auf diesem Gelände befinden sich eine Reihe Schuppenbauten und Lagerhallen, die für Ausgangspunkte einer Tunnelprovokation dienen könnten. Bleiben wir vorne am Auslauf des Backsteinweges an der Benauer Straße stehen. Also wir haben uns immer als größte Gefahr vorgestellt, dass sie uns von oben anbohren. Abschnitt Bernauer Straße. Dass sie also ein Bohrgerät hinstellen und wir waren ja vielleicht 5 Meter unter der Straße oder unter irgendwelchen Hochflächen. Genosse Major Teich hat einen inoffiziellen Mitarbeiter, welcher auf dem Reichsbahngelände und den umliegenden Garagen tätig ist. Dieser IM wird Ermittlungen in den vorhandenen Baracken, Lagerschuppen, Garagen und anderen Räumlichkeiten durchführen, die auf eventuelle Ausgangspunkte eines Tunnelobjekts schließen lassen. Das half ja nichts. Also wenn man das so machen wollte, wie wir das angefangen haben, dann musste man diese Angst überwinden. Schauen wir nach rechts in die Bernauer Straße, durch die die Grenze verlief. Links, die Häuser, waren bereits Ost-Berlin. Die Straße jedoch gehörte noch zum Westen. Zur Zone. Hier an der Mauer, die jetzt die Bernauer Straße abtrennt vom östlichen Teil, noch die Grenzläden und auf das Dach eines dieser Grenzläden sind wir geklettert. Hier hat die Polizei einen Ausguck errichtet. Nur etwa 50 Meter von uns entfernt, 3 Volkspolizisten. Sie frieren wie wir in diesem recht kühlen Herbstwind. Uns gegenüber ein schlichtes schwarzes Holzkreuz, umwickelt mit Stacheldraht. Darunter ein paar welke Kränze, Blumensträuße hingelegt von Berlinern, die diese Frau gekannt haben. Diese Frau, die das erste Opfer dieser Straße war. Sie sprang aus dem 4. Stock einer grauen Mietskaserne und sie sprang in den Tod. Gehen wir nun nach rechts in die Bernauer Straße. Durch den IM Julius wurden die Häuser in der Bernauer Straße aufgeklärt. Der Schwerpunkt der Ermittlungen lag auf den Kellerräumen, um eventuell Sandspuren oder andere Hinweise zu erarbeiten, die auf einen Tunnelbau schließen lassen. Und dann habe ich die Keller durchsucht. Alle. Den einen frühen Abend komme ich in einen Flur rein und sehe da Lehmspuren. Nicht viel. Aber man hat in solchen Fällen schon geschärften Blick. Und dann rein in den Keller, habe ich geklopft. Und plötzlich hörte ich eine Stimme hinter der Tür. Mich fürchterlich erschrocken. Aufmachen! Ich weiß, was hier los ist. Ich weiß doch, dass ihr hier einen Tunnel baut. Na gut, dann habe ich die Tür aufgemacht. Und ich habe in ihr Gesichter gesehen, wie nie wieder. Die waren vollkommen von den Socken. Die haben sich entdeckt gefühlt. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich möchte bei euch mitmachen. Ich habe eine Verlobte und die hat ein Kind. 2. Mensch, inzwischen. Die muss unbedingt aus Ost-Berlin geholt werden und die hat im Gefängnis gesessen, weil wir zusammen flüchten wollten. Und die ist jetzt aber wieder frei und bitte lasst mich doch mitmachen. Da sind sie über mich hergefallen, haben mich gefesselt. Das wurde eben nicht geglaubt. Wir hatten vermutet, dass das ein Spitzel ist. Schrotflint im Anschlag vor mir.
Wir haben den nicht mehr rausgelassen. Wir haben den dann die 2,5 Monate oder 3 Monate dann da unten eingesperrt und ihm gesagt, du kannst hier graben und wirst gut versorgt und wir bringen dir Wäsche und sowas alles, aber raus kommst du nicht mehr und dafür kannst du deine Familie dann holen. Und so ist es geschehen. Thank you.